So, willkommen bei meinem Bonus von Ninja Gaiden 3. Ja, wie immer werde ich versuchen, mit einem GO das Spiel zu schaffen. Und mal gucken, wie weit ich komme, ne? Gut, wollen wir mal gucken, wie weit es diesmal klappt. Es gibt sonst eigentlich nichts an euch zu sagen. Gucken wir einfach mal. Ich will auch mal. Was willst du, Quizmaster Jam? Geh weg, ich hab keinen Bock auf ich dich. Ich will. Hallo, ich spiele ich hier. Will, hey. Ich will. Hör ruhig. Ich will auch mal. Hör auf, ich Mann. Hör auf mal. Alter. Ich will auch mal. Hör so auf zu nerven. Ich spiele jetzt hier. Ich muss so nerven, bis du mich lässt. Ich will. Alter Gott. Ich will. Ich geh kurz was essen. Ich will. Und weh, du machst was. Also, ich bin gleich wieder da. Yeah. Oh yeah. Also, er ist weggegangen und ich habe mir seine Tastatur geklaut. Jetzt werde ich für euch den Bonus spielen. Das freut mich voll. Also ich bin Quizmaster Jam und ich habe das Spiel noch nie gespielt. Na doch, hab schon mal gespielt. Ich spiele das immer so heimlich. Wenn Falk schläft, dann spiele ich das immer. Aber sagt ihm das nicht, sonst ist er böse. Und dann kann ich doch nicht. Also, guckt mir hoffentlich alle zu, sonst bin ich böse, weil sonst macht es ja keinen Spaß. Also, hab Angst. Oh nein. Ich will auch besser sein als Falk. Und deswegen wollte ich diesen Bonus machen. Ja. Das macht Spaß. Also, ich glaube, der hat gesagt, er macht das immer so, dass er bis zu einem Game-Over-Bildschirm spielt. Was auch immer das sein soll. Also, ich werde jetzt spielen und wenn ich sowas sehe, was auf ein Game-Over-Bildschirm schließt, dann werde ich weiterspielen, weil ich habe Bock darauf. Mir macht das eben Spaß. Ich weiß auch nicht, wieso soll man denn aufhören, wenn es gerade anfängt, Spaß zu machen. Das ergibt irgendwie keinen Sinn, finde ich. Also ich spiele das nicht blind, denn ich habe ganz viel Let's Plays schon zugeguckt und ich weiß ganz genau, auf was mich erwartet und so. Ich bin ja nicht blöd. Wieso sollte man das denn blind spielen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Weil wenn man das blind spielt, dann weiß man ja gar nicht, was auf einen zukommt. Und dann ist doch klar, dass man Fehler baut, oder nicht? So. Wenn ich hier sterbe, dann ist es ganz schön peinlich. Und deswegen habe ich es geschafft. Ich bin so gut. Yay, ich bin so gut. Yay, 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 yay. Lieblingsstelle von dem ganzen Spiel. Und wisst ihr auch, wieso das die ganze Stelle Lieblings ist? Meine, weil da ganz viel Sand vorkommt. Denn wenn ich draußen bin im Garten, dann gehe ich auch immer in den Sandkasten. Und das ist doch wunderbar, das freut mich doch. Denn ich bin Quizmaster Jam, der schlauste Junge aus dem ganzen Paradies. Wenn ihr nicht wisst, was das Paradies ist, dann fragt mal eure Leute. Eure alten Leute, die ihr nicht mehr fragen könnt. Die werden euch sagen, was das Paradies ist. Aber Falk sagt immer, ich soll nicht so besonders klug tun. Weil so scheißklug oder was er immer sagt. Weil es angeblich böse ist. Ich verstehe zwar nicht, was daran böse ist. Ja, ich bin Stopp. Spiel mal Spaß. Genau da muss ein Spiel da sein. Ich finde, es macht Spaß, wenn man stirbt. Ich weiß gar nicht, was alle Leute immer haben. Das macht das Spiel doch dann nur interessanter, oder nicht? Wunderbar, das Spiel ist voll einfach. Oh, ich mag rote Farben. Rote Farben sind so... sind so voller Liebe und Ei und sowas, ne? 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 Ne?
bestimmt nur noch alle zu, oder nicht? Nicht! Oh, ich bin so glücklich, dass ich dieses Spiel spielen darf. Ich hoffe, Flake bleibt noch ein bisschen draußen, damit ich noch ein bisschen Ninja Gaiden spielen kann. Ja! Okay. Rolle Mana oder sowas, sagt Flake. Rolle Mana. Egal. Ich möchte Ninja Gaiden spielen. Ich weiß gar nicht, was alle haben. Ich persönlich finde, dass das Spiel viel leichter ist als der erste und der zweite Ninja Gaiden Teil. Weil man ja hier Rio Hayabusa in der dritten Form spielt. Das ergibt viel mehr Sinn, finde ich. So. Da muss man natürlich auch ausweichen, weil sonst ist klar, dass man das nicht schafft. Weil dann ist es doch... So. Der ist eigentlich auch ganz einfach. Man muss es nur richtig machen. Man muss nämlich links und rechts ausweichen. Und wenn er dieses Komische auf den Boden schleudert, dann ist klar, dass man nämlich nach links und rechts laufen muss. Weil wenn man darunter stehen bleibt, dann ist auch klar, dass man getroffen wird. Und das war auch klar. Ich hoffe, ihr versteht das, dass ich das gewollt habe, damit ihr auch wisst, was passiert, wenn man es nicht richtig macht. Weil ich will ja kein schlechtes Vorbild sein oder so, aber man muss das schon richtig machen, wenn man es schaffen will. Und deswegen zeige ich euch erstmal, wie man es nicht macht. Okay. Ich werde nicht weinen. Ich werde nicht weinen. Zeig's euch dabei, ich soll nicht weinen, wenn ich sterbe. Ich werde nicht weinen. Ich werde nicht weinen. Ich werde nicht weinen. Nicht weinen. Ich werde nicht weinen. Runter. Ich überlebe nur 5 Balken. Ich muss stark bleiben. Falk sagt immer, ich muss stark bleiben. Schon gespielt habe. Er ist draußen im Flur, weil er kommt noch nicht rein. Was soll ich machen? Wenn ich jetzt sterbe, dann ist das alles seine Schuld. Dann ist das nicht meine. Ich würde natürlich das jetzt noch schaffen. Aber jetzt bin ich auch leicht unter Druck. Wahrscheinlich hört er mich schon oder weiß noch nicht, was er jetzt machen soll. Ob er meine tolle Videoaufnahmen, ob er die unterbrechen darf oder so. Natürlich darf er die nicht unterbrechen, weil... Es wird ärgerlich, wenn ich jetzt hier sterbe. Weil das ja dann komplett unverdient ist. So, jetzt werde ich dir die Leviten lesen. Ich bin so toll! Yay! 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 Ich bin Quizmaster Jam und ich bin der schlauste Junge aus dem ganzen Dorf. Ich will weiterspielen. Das Spiel macht Spaß. Ich habe schon viel mehr geschafft, als falls ich jemals erträumt hätte. Denn ich bin ja auch besser als er. Ich bin nämlich Quizmaster Jam. Siehst du, er kann auch einfach durchlaufen. Da ist er auch immer gestorben. Ich habe seine Let's Plays gesehen und er ist einfach nur scheiße gewesen. Er war scheiße. Hoffentlich hat er das nicht gehört. Ja. So. Das ist auch ganz einfach. Man muss einfach nur seinen Gefühlen trauen.
siehst du so ausweichen und so. So. Okay. Ah. Ich hab voller Angst. Ich habe voller Angst. So. Ah, der Stachelpupa. Nein, ich bin tot. Ich will weiterspielen. Giame. Das, was Falke meinte, ich weiß nicht, ich will weiterspielen. Wie geht das weiter? Nicht weiterspielen! Nicht weiterspielen! Quizmaster Jam! Falk! Was machst du ich da? Ich wollte nicht! Du hast den Bonus weitergespielt! Nicht. Natürlich wolltest du, du hast den Bonus weitergespielt! Alter, das gibt's doch nicht! Bin ich einmal weg! Alter, verpiss dich! Verpiss dich richtig! Alter, der hat da mich gelockt. Der hat McDonald's Essen unten stehen lassen. Da dachte ich, das riecht nach McDonald's Essenszeit. Aber das gibt's doch nicht, ey. Ey, ich bin so angepisst. Jetzt muss ich das beenden. Tut mir leid, Leute. Es ist so scheiße gelaufen. Ich werde den Part beenden. Ich werde mir andere Projekte noch ausdenken. Aber für heute ist erstmal tschüss. Bis denn.